Hey und willkommen zu einer weiteren Folge von Oxygen Not Included, so wie es irgendwie die meisten sagen. Ja, wie ich im letzten Part am Ende gesagt habe, werde ich hier ein Quader draus bauen. Habe ich gemacht. Hier ist auch noch nur noch sehr wenig Polluted Oxygen drin. Ich habe ja auch alles aus Plastikleiter gemacht, weil ich habe jetzt 27,4 Tonnen Plastik. Was habe ich noch gemacht? Ja, die Slickster hier hin transformiert, weil ich den Kohlenstoff hier hinpumpen wollte, deswegen. Also naja. Wie man hier sieht, das hört auch nicht auf. Hier sind jetzt mittlerweile 1000 Kilo drin. Also eine Tonne an Kohlenstoff. Ja. Was ist noch ein Problem? Oder was für ein Problem? Also meine Slickster hier, die. Außer die Longhair-Slicksters, die sterben nicht. Aber die Slicks sind mein Eldery, das heißt, der ist 98, bei 100 stirbt er. Fast tot, ich kann das Ding hier eigentlich abreißen. Ich habe meine Batterien erweitert, hat man vielleicht im Dings gesehen. Temperatur ist mittlerweile wieder wärmer. Ich habe hier das Zeug draus gebaut. Ja, aber der hier bricht bald aus. Das Gute war, dass der Junge irgendwie hier stand eine 50, das heißt, der wäre erst in 50 Zyklen ausgebrochen. Aber dann habe ich das ganz schnell gebaut, war ungefähr dann bei 10 Zyklen fertig. Dann habe ich noch so lange gewartet, bis es 5 waren. Mit dem Aufnehmen. Ja, das ganze Wasser hier, das lasse ich erstmal abkühlen. Mal sehen, wie lange das braucht. Was ich in diesem Part vorhabe, wo ich irgendwie nicht so viel verschiedene Aufnahmen machen möchte, ist irgendwie meine ganze Base so zu isolieren. Irgendwie hier so das mit reinzunehmen in meine Base von hier bis da. Irgendwie, dass das ja auch noch zu meiner Base gehört. Dann hier auch komplett runter bis hier. Dann hier unten, ja, keine Ahnung. Hier habe ich jetzt auch noch so einen Liquid Tapidizer hingemacht. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mich oben und hier unten nach links und rechts gebuddelt bis zum Ende. Also hier geht es nicht weiter, bis zum Neutronium. Dasselbe auch hier oben. Was nur irgendwie jetzt ist erstmal das Problem ist, hier wird es langsam immer wärmer. Ja, jetzt wird es wärmer, ne? Ich muss hier auch die Keuchwurz erstmal wieder reinmachen. Was ich glaube ich auch nicht im vierten Part erwähnt habe, ist, dass hier aus irgendeinem Grund bei beidem genau 100 Gramm Erdgas mit drin ist. Ja, aber ich habe hier jetzt mehr Wasserstoff und mehr Kohlenstoff reingedingst. Und ich lasse jetzt immer so nach und nach die ganzen Stromkabel durch Conductive Wire aus Eisen ersetzen. Hier sieht man so. Weil die haben eine Kapazität von 2000 Watt und nicht nur von 1000. Ja, das ist mir das Straighten Dings, das habe ich erklärt. Ich habe hier 5 Bunkertüren hingemacht, wo ich auch vorhabe, mehr zu machen, aber ja, ne? Ja, die Robominer habe ich auch wieder hingestellt. Weil ich habe vor, das dann so zu verkabeln, dass diese Bunkertüren zugehen, wenn Meteoritenschauer kommt, dann liegt hier Zeug drauf und so. Und wenn der vorbei ist, dann gehen die wieder auf. Das ganze Regolith fällt runter. Und die Robominer bauen es dann ab. Und die können auch nicht mal gedamaged werden, weil dann nichts mehr auf denen liegt. Und was ich auch noch erwähnen muss, wir haben ja jetzt, oder jetzt, wo ich das aufnehme, haben wir den 12., also haben wir Montag, den 12. September, um ganz genau zu sein, 21.28 Uhr. Ich weiß schon, wer hat gefragt. Jakob, halt's Maul. Er wird's eh nicht angucken. Ja, und am 15., das heißt am Moment, ich guck lieber nach. Am Donnerstag, dem 15. September, ist dieses Spiel gratis im Epic Games Store. Das habe ich vor, das zu livestreamen.
Oder, also entweder live streame ich das, oder ich mache, was kann ich noch machen? Ja, Let's Play draus. Problem an der ganzen Sache ist, ich habe so gesagt nur die Woche, um das durchzuspielen. Das, also es geht ja vom 15. bis 22. ist es gratis. Ja, am 22. September, nämlich am 22. da ist Slime Ranger 2 kostenlos. Was für kostenlos, was laber ich? Da kommt Slime Ranger 2 raus. Dann gönne ich mir das direkt am Release Day und werde es auch dann direkt Let's Playen. Ja, das, also so viel dazu. Vielleicht werde ich da auch ein bisschen streamen, weil das ist auch ein bisschen ein Farm-Game. Machen wir das? Komm rein da. Ich meine, ihm geht's immer noch gut. Der Junge hat 17 mehr, als er braucht. Ja, das war's eigentlich. Ach nee. Hier habe ich einen Wasserstoff-Geysir. So sieht er aus, das ist lila. Hier habe ich ein Leaky Oil Fissure. Also der produziert nur. Der ist begrenzt, sag mal so. Und ich bekomme eine Discord-Nachricht. Nice. Was habe ich noch für komische Geysire gefunden? Den Jungen hier. Polluted Water Vent. Ich weiß nicht, ob der auch nur begrenzt ist. Aber Polluted Water, ich nehme mal an, der macht nur Polluted Water. Oh wait, der ist ausgebrochen. Jetzt hab ich's vergessen. Die Pumpe ist kaputt. Das ist blöd. Jetzt muss ich da irgendwie rein, Digga. Ah, Stahl 500 Kilo. Perfekt. Mach das mal kaputt. Mach das Ding mal kaputt. Und baut da mal eine ganz schnell auf Stahl. Bevor die Hitze hier komplett entweicht. Jetzt bauen wir eine Gaspumpe aus Stahl. Weil ich es mir leisten kann. So, wir können jetzt eigentlich das hier wegbauen. Oh, jetzt können die halt ohne Anzug hier hoch. So, wir können das machen, das nicht, weil da ist. Ja, ne? Jetzt gehört es auch dazu. Hier ist jetzt auch Luft. Was ich nur damit mache, ist, bleibt mir erstmal jetzt ein Rätsel. Ich gehe für jetzt off. Wir haben es jetzt immer noch Montag, den 12. September. Aber 22.25 Uhr. Das heißt, eine Stunde später. Ich habe jetzt eine Stunde wieder aufgenommen. Ihr werdet wahrscheinlich trotzdem nur 5 Minuten davon sehen, weil ich keinen Bock habe, das Ganze zu cutten. Und dann sehen wir uns, wenn. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. So, tschüss. Nach dem Cut sehen wir uns wieder. Hoffentlich. Irgendwie. Keine Ahnung. So, ein Cut später. Oder ein langer Cut später. Wir sind fast bei Zyklus 900. So heißt die Zahl. Ja, ich habe ja mal gemerkt, dass es hier ziemlich warm war, ne? Ja, ich habe das hier jetzt wirklich ich habe das jetzt weggemacht und dieser Klumpen, der hier war, voller Chlorgas und so, habe ich einfach immer so nach und nach zugebaut durch die Ecken, weil kann man ja bauen. Und ja, dann habe ich es einfach alles zusammengepresst und dann war es einfach weg, weil du es zubaust, das, ja. Hier muss ich noch irgendwie was finden, weil das ist immer noch sehr warm. Das Ding funktioniert einwandfrei. Und ja, nochmal da auf das Problem zurückzukommen. Ja, war es ja immer sehr warm. Da kam ich auf die Idee, leg doch hier überall solche Radiant Pipes durch. Und ja, lass dann einfach dir das Wasser von hier unten. Das ist ja sehr kalt. Lass ja einfach das Wasser von hier hochpumpen, also hier durch. Hier, das juckt mich nicht. Dann einfach hier hoch. Da muss ich etwas komisch machen, weil, ne? Dann hier durch und hier. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die Temperatur. Also, das ist von hier gerade mal bis hier hoch. Und man sieht schon den krassen Unterschied. Das wird jetzt noch hier durchgehen. Ich meine, das am Anfang, das wird hier ziemlich
Ja, erstmal so gesagt runter oder aufgewärmt. Das hat jetzt 30 Grad so, das juckt mich jetzt nicht. Aber das, was ja danach kommt, hier oben, das. Man sieht schon, wie krass das runtergekühlt hat. Jo. Ich meine, ihr müsst bedenken, das Ding hier ist. Guck mal, wie schnell das runterkühlt. 80 Grad hat es gerade, jetzt schon 77. Wenn ich jetzt hier immer mehr runterpumpen lasse, dann ist es hier. Junge. Der kühlste Ort auf dem ganzen Planeten. Ich meine, gut, die Wärme hier ist die ganze Zeit sehr warm. Diese Wärme muss ich erstmal wieder verteilen und so. Ja, und das Wasser lasse ich dann halt wieder. Oh, 40 Grad, ja, wieso nicht? Lasse ich halt dann wieder hier lang pumpen. Ja. Das heißt, ich werde jetzt Wassermarsch, solange bis keins mehr da ist. Komischerweise wird es hier nicht so kühl, weil ich denke mal, das ist wegen den Batterien, weil die erzeugen ja Hitze. Eigentlich glaube ich, alles, was hier ist, erzeugt Hitze. Naja. Aber wenn es immer so aussieht wie hier, immer, das wäre chillig. Und wenn der Kollege hier unten ausbricht, na, du brichst sogar gleich auf. Nee, doch nicht. In 6,3 Zyklen, dann wird's gekühlt. Aber durchgehend. Vor allem, ich muss das Wasser auch erstmal nicht aufheizen, weil es durch diesen Raum aufgeheizt wird. Dann hier oben hat sich nichts getan. Außer, dass jetzt immer das Eisen einlagern, wenn die an welches rankommen. Ja. Also darum werde ich mich kümmern. Bis zum nächsten Cut und vielleicht auch hier drüber. Naja, dann bis gleich. So, da bin ich wieder nach. Ja, jetzt ist der nächste Tag. Jetzt haben wir den. Moment. 14. September. Und ja, ich habe noch gesagt, ich mache das hier fertig. Wie ihr seht, es öffnet sich auch gerade. Und. Es schließt direkt wieder. Also er hier scannt immer, ob Meteoritenschauer kommen oder nicht. Und halt, wenn sie vorbei sind. Jetzt steht hier Scan Quality 0%, weil hier gerade halt über ihnen die Bunkertüren sind. Aber wenn es vorbei ist, öffnen die und der hat wieder volle Scan-Dings. Der kann irgendwie so heiß werden wie, was weiß ich, der überhitzt nicht. Der Space Scanner. Aus irgendeinem Grund. Die Dinge habe ich jetzt auch aus Stahl gebaut. Ah, da sieht man es. Es fängt an. Danke, dass es gleich so schnell funktioniert. Ja, das Eisen lasse ich mir halt mittlerweile auch einfach direkt mit Stufe 9 runter ertragen. Siehst du, und der lilane Dings, der gibt Eisen. Hier, der haut überall Eisen raus. Dann gibt es natürlich noch einen, der Kupferohr gibt. Ah, genau, da. Danke, jetzt direkt 2. Ui. Und es ist vorbei und es öffnet. Und gleich fällt es runter. Der ist erstmal begraben. Aber der baut es jetzt ab und gleich funktioniert er wieder. Tada. Jetzt hat er auch volle Scan-Quality 100%. Das ist doch schön so. Und die bauen das über sich auch immer ab, weil die genau in der Range sind. Was vielleicht auch aufgefallen ist, hier ist Wasser. Liquid Output. Und wie man sieht, hier ist kein. Ja, Wasser. Weil überall, wo hier Vakuum und dann darunter Space Exposure, oder wie auch immer man das ausspricht, wenn das darunter steht, dann kannst du da Wasser und Gase reinpumpen und die verschwinden einfach. Und das Wasser kommt von hier. Wieso mache ich das? Weil das ist zu viel Wasser und zu heiß. Ich habe jetzt auch oft hier durchgekühlt. Aber hier ist es so heiß und alles erzeugt Hitze, dass das einfach ganz schnell wieder so aussieht wie jetzt. Ja, man kann es auch an den Leitern erkennen. Die haben einen schönen Farbverlauf, wo man sieht, dass es gekühlt wurde. Was ich auch bemerkt habe bei dem Durchpumpen, wo ich es runterkühlen wollte. Ich habe hier oben ja diese Buddy Buds.
Und wenn es zu kalt war, sind die einfach aus ihrem Dings rausgesprungen. Ja, wieso habe ich hier Buddy Buds, damit die Keime absterben, die schon längst tot sind. Dasselbe könnte ich eigentlich hier oben mal bauen. Aber die mögen es nur von einer, so gesagt, Körpertemperatur von 20 bis 40 Grad. Na, ja, hier sind es 50. Und hier oben sogar 70 Grad. Also. Naja. Achso, und hier waren ja, und wie man sieht, sind hier bis hierhin Keime. Aber wenn ich jetzt das kühl, diesen Raum, dann sterben die Keime auch ab. Weil die irgendwie nur leben können von 10 Grad bis 100. Ach, ich habe es anscheinend schon mal probiert, hier welche einzupflanzen. Aber wie schon gesagt, es war kalt. Und dann haben die gesagt, nee, ich bin jetzt hier raus. Luftprobleme habe ich auch nicht. Ich meine, hier unten sieht es jetzt ein bisschen mager aus, aber... Kein Wunder! Ich meine, ich lasse hier, habe ja unten ja die Pumpe, damit die immer dieses, den Kohlenstoff hier rauspumpt. Und vielleicht auch das Erdgas, woher auch immer das kommt. Ja, scheint anscheinend gut zu funktionieren. Ja, was muss ich jetzt noch machen? Ja, eigentlich weiter abreißen hier. Ich weiß nicht, geht hier Kabel durch? Nein, tut's nicht. Das kann aber weg. Geht hier irgendwas anderes durch? Nein, tut's nicht. Ich meine, was ich jetzt erstmal irgendwie machen werde, ist, ich rupp jetzt das, den ganzen Boden hier ab. Wait. Das ist jetzt mies. Aber es war ja klar, dass irgendwas dahinter versteckt ist, was ich natürlich nicht sehe. Den Kanister kann ich eigentlich auch abbauen. Der hat noch 37 Kilo Kohlenstoff. Meinetwegen, Junge. Bau den ab. Ich hab so viel komisches Zeug, was einfach abgerissen werden kann. Ach da. Also abbauen können sie schnell. Das muss man schon sagen. So, jetzt geht es alles hier runter. Die können meinetwegen nochmal ein bisschen fressen, mir nochmal ein bisschen Rohöl geben. Aber den ganzen Stuff und so können sie abreißen. Ja, wieso seid ihr hier? Seid das Body Temperature? Es ist zu warm. Oh nein. Juckt mich tatsächlich jetzt erstmal nicht. Okay, Moment. Wie viel von den Dingern habe ich noch? What? Ah, einfach so. Habe ich noch zwei. Ja, passt doch. Nice, hier sind mittlerweile fast 2000 Kilo drin. Man sieht auch schon, dass die Grafik auch nicht mehr so hinterherkommt. Schon lustig. Und ich bekomme immer mehr Eisen, weil die räumen das Ski weg. Vielleicht habe ich irgendwann so viel Stahl, damit ich einfach bis hier rüber die Bunkertüren ziehen kann. Schön wär's. So, das war's jetzt auch bald alle. Body Temperature. 50 Grad. Ui. Ihr kühlt jetzt einfach mal bitte. Ja, und dann würde ich sagen, dass es das war für diesen Part. Es war ein kurzer Part. Also, ich nehme es mal an. Dann sehen wir uns bei diesem Game. Was ab Donnerstag, beziehungsweise ab morgen, kostenlos im Epic Games Store ist, bis zum 22. Ja, und ansonsten, also ich denke mal nicht, dass ich Progress machen werde, weil ich ja jetzt das Game und dann noch das Game habe. Ja, also ja, wie viele Minuten ist schon wieder her, dass ich eigentlich den Part schon beenden wollte? Ja, ne? Dann bis zum nächsten Mal und ciao.